Hallöchen, meine Lieben, zu einem neuen Analysevideo von euren Blue Ice Slayer Dragon. Ich hatte mir heute um 14 Uhr das Spiel angeguckt. Hansa Rostock gegen SV Waldhof Mannheim. Lief auf NDR und auf SWR. Live im Fernsehen, hab's mir also angeguckt. Erste Halbzeit, ja, hatte Waldhof Mannheim Druck gemacht, kam so in unsere Hälfte rein und war auch mehr so schön in Druck. Also Dreh- und Angelpunkt haben die ordentlich geschürt, das Feuer. Aber an Schüsse aufs Tor kam noch nicht, weil die bis zum Tor nicht so ganz gekommen sind. Dann hatten wir die allererste Chance, aufs Tor zu schießen. Und da ging gleich am Tor vorbei auch gewisse Chancen, die wir auch genutzt haben. Aber ich habe gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit mehr dran waren an der Führung, also um ein Tor zu machen, wirklich, wirklich, wirklich nah dran waren. Das Problem dabei ist, wie sollte ich das jetzt formulieren, dass wir die Chance nicht genutzt haben, um mehr Druck aufzubauen und mal die Pille zu versenken. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Und ja, sehe ich ja ein, es hat Probleme gegeben. Auch Haugen hat Möglichkeiten gehabt. Auch Fröhling hat gute Flanken reingespielt, aber ja, so richtig kamen die Bälle nicht so zu unseren Sigurd Haugen an. Auch andere haben versucht, aufs Tor zu schießen, aber es ging an Finn Bartels oder wie er da heißt. Er da heißt auch Bartels. Und er sollte ja eigentlich verkauft werden, so wie ich gehört hatte vom Sprecher. Er meinte, er sollte verkauft werden, war nicht mehr so in Kaderplanung von SSV Waldhof Mannheim. Aber in diesem Spiel hat er gezeigt, dass er die Nummer 1 ist im Tor. So, dann ab der zweiten Halbzeit kamen wir mit 0 zu 0, sind wir ja in die Pause gegangen. War recht komfortabel, aber Chancen haben wir genutzt, aber sie richtig zu versenken. Da war noch sehr viel Luft nach oben. Dann zweite Halbzeit, ja, kam Waldhof Mannheim wieder richtig gut zum Zuge. Dann aber so knapp der, sagen wir mal, 60. Also vor der 60. Minute kamen wir aber zurück mit guten Chancen. Aber als denn die 60. Minute kam, da ließ Hansa Rostock schon wieder ein bisschen Tempo weg. Und ja, in der 64. Minute, ja, Patz, wurde uns der Ball reinge. Und er, Benjamin Uphoff, ja, keine Chance an die Pille ranzukommen. Und drin war sie. Ja, und Terence Boyd macht das Tor. Ja, dann haben wir wieder Chancen am Mast gehabt, haben auch einmal gewechselt. Ja, Sigurd Haugen runter. Dann ging hier, glaube, Bernd Hollerbach, der Trainer von uns, hat die gelbe Karte gesehen. Auch hier der Trainer vom SSV Waldhof Mannheim hat eine gelbe Karte kassiert. Eieieiei. Nur wegen der einen Szene hier, wo gesagt wird, na, das war doch gezupft oder so, bla bla bla, irgendwas so. Und da hätten wir eigentlich so einen Elfer kriegen müssen. Weil bei der Situation, man konnte irgendwie sehen, dass der Ball, als wir noch auf in der ersten Halbzeit ja noch gespielt haben, haben wir gesehen, dass der Ball irgendwie den einen Waldhof Mannheim bei der
Eckenversuch oder keine Ahnung, irgendwie so den Arm und dann wollte wir eigentlich Elfmeter haben, aber der Schiedsrichter so, keine Ahnung, die Arme so ausgestreckt, wo ich denke, was meint er damit? Heißt es, nee, dann hätte er so zeigen können oder nein, oder so mit den Fingern. Dann hätte man verstanden, ja, kein Elfmeter. Ja, und dann so hin und her. Und dann so in der 86. Minute, auch gewisse Fouls waren ja gewesen. Rosbach sah die gelbe Karte, auch hier ein Spieler vom SSV Waldhof Mannheim sah den gelben Karton. Und ja, also das Spiel ging dann ein bisschen raus, Tempo wurde rausgenommen, auch die Hansa Rostocker Fans haben auf ihrer Ostseite wieder Pyro angemacht. Dann hat man ja von der Kamera aus gesehen, von hier, also so wie ich jetzt sitze und zur Kamera gucke, wird dann so Pyro gemacht und dann kommt man so kaum was erkennen. Dann hatte ich gedacht, oh, jetzt könnte es passieren, dass das Spiel unterbrochen wird. Ist aber nicht. Aber in der ersten Halbzeit wurden 2 Minuten nur nachgespielt. Und da hätte Hansa nur ein bisschen mehr Druck gemacht, dann vielleicht hätten die ein Tor machen können. Ja. Aber dann, 86. Minute, eine schöne Flanke kommt rein. Ich dachte, es wird so ein Kopfballtor. Aber Damian Rosbach mit dem Fuß reingezmettert. Ja, und dann war der Ausgleich. Aber vorher gab es eine Situation im 16er von SSV Waldhof Mannheim. Da hatte unser Krom die große Möglichkeit eigentlich zum Führungstreffer. Aber jedes Mal dieser Badis ist einfach eine Wucht. Und ich muss noch eine kleine Sache ansprechen. Und das betrifft Benjamin Upov. Er legt sich den Ball komisch nach vorne. Und diese Situation erinnerte mich genau an dieselbe Situation mit Markus Kolke, der plötzlich so nach links oder nach links rüber geguckt hat. Und dann der gegenüberliegende Gegenspieler auf ihn zukommt, zack, die Pille nimmt und reinpfeffert. Und so war es bei Benjamin Upov genau das gleiche. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt bist du Markus Kolke 2.0 mit einem Fehler. Ja, und dann haben die noch mehr Druck gemacht, die haben auch sehr doll gewechselt. Wir haben ja auch gute Wechsel gemacht. Aber man hätte Sigurd Haugen noch ein bisschen mehr Spiel drin lassen können. Oder ein kleines bisschen die Formation umgestellt, mehr Druck nach vorne. Dann hätten wir theoretisch, wenn jetzt dieses apropos. Und dann hatten wir eine Situation, einen Freistoß von SSV Waldhof Mannheim, die dann Richtung unser Tor geschossen haben. Und da hat der, ich glaube, der Linienrichter auch recht gehabt. Es war abseits. Er hat die Fahne gehoben gehabt. Und ja, ich dachte, 2-1 plötzlich. Eieieiei. Und dann habe ich so gedacht, na toll, jetzt wird es eine Niederlage. Dann hat er so gesagt, nein. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Dann hat auch Beuth da rumgemeckert, wie ein kleines Kind. Sagt er, das war ein Tor. Aber wenn man, ich habe es ja im Fernsehen gesehen und er stand so einen Meter die Gegenspieler eigentlich sind. Und dann wurde der Ball ja auch verlängert, dann ist er noch ein Stück nach vorne und schießt rein. 2-1, aber abseits. Ganz klares Abseits-Tor gewesen. Und da habe ich noch ordentlich Glück gehabt, dass wir
dieses Unentschieden zwar geholt haben. Jetzt stehen wir auf den 18. Tabellenplatz. 3 Tore, 7 Gegentore, 3 Punkte. Naja. Das nächste Spiel wird gegen Dynamo Dresden auswärts sein und ich hoffe instinktiv, dass Bernd Hollerbach ein bisschen die Formation so lässt, aber ich würde sagen, Rosbach bitte runternehmen. Es war gut, aber irgendwie, ich verstehe einfach nicht warum. Wenn vorne frei ist, sagen wir mal, oben rechts steht einer frei und 4 Gegenspieler stehen hier so. Warum spielt man den Ball nicht zu dem, der da vorne, okay, wäre abseits. Aber man hätte den Ball auch nach oben spielen können und er spielt da nach unten links geradeaus, statt oben hin zu spielen, drüber, zack. Aber die Flanken, die waren einfach nicht die besten Flanken, die ich gesehen habe. Okay, die Flanke zum Tor durch Damian Rosbach, okay. Aber alle anderen, da waren die viel zu flach, ein bisschen höher, ein bisschen angeschnittener Ball wäre es gewesen. Aber manche waren einfach zu flach oder einfach nur tief geschossen. Ja, und unser Krumm hatte wirklich die Chance für ein Tor. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Er hat gezeigt, dass er für diese Situationen richtig mehr Druck reingebaut hat und frischen Wind reingeholt hat. Das finde ich richtig nice und ich hoffe, dass er in den nächsten Spielen auch wieder Chancen bekommt. Und ich hoffe, dass irgendwann, falls es wieder zu einer Verletzung zu Benjamin Upov kommen sollte, bitte setz nicht Max Hagemose ein. Setze doch mal auch Philipp Kleven ein. Er könnte auch mal zeigen, wie gut er ist. Und dann werden wir auch mal sehen, ob er Bälle aus dem Kasten nicht holen braucht, sondern einfach den Kasten komplett sauber hält. Und wir vielleicht mal mit 1:0 endlich mal ein normales 1:0 gewinnen können. 3 wichtige Punkte müssen wir gegen Dresden auswärts holen, weil dann könnten wir theoretisch auf den 12. Tabellenplatz hochrutschen. Ich habe mir ja vorhin die Tabelle angeguckt und da habe ich gesehen, okay, könnte funktionieren. Wenn es funktioniert, 12. Platz, okay, sind wir ein bisschen safe. Aber sonst, 18. Wir stehen immer noch im Abstiegsbereich. Aber wir haben gesehen, diese Mannschaft zeigt jetzt ein bisschen mehr, aber es ist immer noch so ein leichtes Hin und Her. Also nicht Gewürfle, wie heißt das? Jongliere. Und ich hoffe, dass sich da noch etwas ändern wird bei Hansa Rostock. Aber sonst war das ein gutes Spiel eigentlich. Ja, aber trotzdem, wer das andere Tor von Terence Beuth kein Abseits gewesen, dann wäre das 2:1 eine Niederlage und dann wäre ich richtig stinksauer gewesen. Aber zum Glück ist es nicht gewesen. Der Linienrichter war absolut genau, hat er richtig hingeguckt und ja. Mal sehen, wie unser Real Max und Hansa Fan auf die Sachen ihre Meinung bilden und dann mal sehen, was die so sagen, vielleicht was Gutes oder sagen, ja, wir hätten doch einen Sieg holen können oder 3 wichtige Punkte holen können. Aber das werde ich ja sehen, wenn ihre Videos online sind. So, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, kommentiert in der Kommentarbox und abonniert den Kanal Blue Eisleer Dragon und schaut an meiner Videobeschreibung vorbei, wo meine anderen Social Media Plattformen verlinkt sind. Wo die anderen YouTuber, die auch verlinkt sind, die Karrieremodus machen, Fußballanalyse und auch hier ihre, wie soll ich sagen,
Ist das ihr Spielprognose machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer könnt ihr auch gerne Blue Ghost Biker abonnieren und die Glocke aktiv machen. Dann verpasst ihr auf Blue SCR Dragon und Blue Ghost Biker niemals das neueste Video und seid immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und Kuss, Kuss geht an jeden Supporter raus. Und jetzt bin ich raus und wünsche euch einen schönen Tag noch.